Herr Hölzer, hallo vor dieser Wahnsinnskulisse. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Heute im Rahmen der Chancenmacher-Tour sind wir bei Ihnen. Und ja, Sie haben Novum Capital 2006 mitbegründet. Sie sind also genau der Richtige, um zu fragen, wie hat sich denn die Branche entwickelt in dieser Zeit? Ja, hallo. Freut mich, dass Sie hier sind. Die Branche hat sich enorm entwickelt, aus meiner Sicht. Also nicht nur seit 2006, sondern auch schon vorher. Ich habe seit 1990 im Grunde als Student bin ich da schon eingestiegen. Und da gab es vielleicht eine Handvoll Leute in Deutschland, die Private Equity gemacht hatten. Das war extrem exotisch. In der Zeit hat sich die ganze Industrie rasend entwickelt. Sie wurde sehr angelsächsisch geprägt. Aber dann so nach der Finanzkrise fing das an, dass eben auch sehr viele deutsche Leute eigene Firmen gegründet haben. So auch Novum Capital, so dass die Entscheidungen jetzt auch tatsächlich im Mittelstand nicht mehr in New York oder London gefällt werden, sondern auch sehr stark eben hier in Frankfurt oder in Hamburg oder in München oder in Düsseldorf. Das sind so die Oberzentren. Und da muss ich sagen, das hat sich professionalisiert und stark entwickelt. Novum Capital ist insbesondere sehr vertraut mit Unternehmensnachfolgen im Mittelstand. Welche Herausforderungen, mit welchen Herausforderungen sind Sie da besonders häufig konfrontiert? Ja, Unternehmensnachfolge heißt ja häufig, der Unternehmer verlässt das Boot. Und das sind die Herausforderungen sind gigantisch. Also das sind erstmal muss man natürlich vorher verstehen, was ist das Unternehmen eigentlich, wo sind die Risiken, wo sind die Schwächen, wo die Stärken und was hing eigentlich mit dem Unternehmer selbst zusammen. Weil wenn der geht, verlieren eben auch die sehr viele Stärken gehen auch verloren. Und das ist die Herausforderung, dass man das erstmal einschätzen kann und dann versteht, wie kann man eine neue Geschäftsführung organisieren, die auch diesen starken unternehmerischen Impuls hat. Das haben wir haben eine Marzipanfabrik gehabt in Lübeck zum Beispiel, in Lüneburg. Da war ein starker Unternehmer, der ging dann auch von Bord und dann den mussten wir durch drei erwachsene Männer ersetzen, die dann das weitergeführt haben, was der hingekriegt hat. Und die haben das auch sehr gut gemacht und die Firma hat sich toll entwickelt. Aber das sind so die Hauptthemen, die wir im deutschen Mittelstand sehen. Für viele PE-Investoren sind sozusagen Firmen in der Krise, sagen wir jetzt mal, eher abschreckend. Warum sehen Sie da eine Chance? Wir sehen nicht in jeder Krise eine Chance, aber viele Firmen haben eine Krise aus irgendwelchen Gründen. Und die Gründe, die rauszufinden, das macht uns einen Riesenspaß. Manchmal sind es Gründe, die man eben fixen kann. Und da sind wir nicht scheu davor und rennen nicht gleich weg und sagen, oh, die Firma ist nicht super profitabel, sondern wir gucken, warum ist sie nicht profitabel? Liegt es an irgendwelchen Menschen? Liegt es an der Führung? Liegt es vielleicht an Produkten oder an Fehlentscheidungen in der Vergangenheit, die man in der Zukunft beheben kann? Also da gibt es ganz viele Gründe und wir sind da wie ein Detektiv unterwegs und es macht uns einen Spaß, das rauszufinden und dann auch entsprechend den Mut zu haben, zu glauben, dass man weiß, wie man das Ganze dann wieder behebt. Das ist so unsere DNA. Sie haben es gerade angesprochen, die Detektivarbeit bei den Investmentkriterien, nennen wir es mal. Was wären Punkte, wo Sie nicht investieren? Wie sehen da Ihre Kriterien aus? Das ist jedes Mal unternehmensspezifisch. Also das ist ja wie so eine Schulklasse. Sie haben da ganz viele verschiedene Kinder und so ist aber Unternehmen. Wir gucken da nicht nach Branchen und sagen, die Branche ist gut und die ist schlecht, sondern wirklich jedes einzelne Unternehmen hat eine eigene Geschichte. Und wo wir nicht investieren, ist, wenn wir den Eindruck haben, die Produkte sind einfach komplett überholt, die Existenzberechtigung ist nicht da. Eine Glühlampenfabrik würden wir nicht mehr kaufen. Es gibt auch Fernseher. Also es gibt verschiedene Produkte, wo wir dann sagen, nee, danke, da wollen wir nicht die Transformation machen in ganz neue Ebenen rein. Aber ansonsten sind wir bei allen Firmen unter 10 Millionen EBIT, gucken wir uns Firmen an und dann wollen wir die in der Regel über 10 Millionen bringen auf so ein höheres Level und dann verkaufen wir die. 2019 haben Sie ein besonders spannendes Investment getätigt. Erzählen Sie uns davon bitte. Ja, 2019 war ein spannendes Jahr, das ist richtig. Da haben wir die MMC gekauft. Das ist einer von Europas größten Filmstudios. Die sind mitten in Köln, haben da 150.000 Quadratmeter Areal. Das sind über 20 Fußballfelder, muss man sich auch vorstellen. Da sind 22 Studios drauf. Und die Firma war über viele Jahre von einem anderen Private Equity Haus gehalten. Und wir hatten die gemerged mit einer anderen, eher technologieorientierten Firma, einer kleineren Firma, und haben die MMC dadurch ein bisschen wachgeküsst. Also da wurden jetzt ganz neue Ideen entwickelt, die Firma, die dann sehr viele hochqualifizierte Techniker, und die wurden angereichert durch die andere Firma, Crosscast heißt die, sodass wir auch den Fernsehsendern, auch den Streamern gegenüber ganz neue Sachen anbieten konnten. Und die Firma hat sich bombig entwickelt. Und jetzt sind wir sogar so weit, dass wir auch eigene Spielfilme drehen. Wir haben gerade Drehschluss gehabt vor ein paar Wochen mit einem Film, der heißt Der Pfau.
Wir haben aber auch davor co-produziert schon 100 Filme als Co-Produzent, zum Beispiel die fabelhafte Welt der Amelie ist da drin. Das war ein riesen Kassenschlager. Neulich auch einen anderen Film mit Willem Dafoe, so ein Thriller. Also das sind eigentlich so die beiden Bereiche, Fernsehen und aber auch Kinofilme. Also Novum Capital ist ganz offensichtlich ein Chancenmacher, ein Chancengeber. Wenn ich Sie frage, was war denn Ihre größte Chance persönlich? Also das kann man auf den Nenner bringen. Vielleicht als ich 2006 war ich in London, habe einen gut bezahlten Job gekriegt und habe den dann einfach gekündigt. Mein alter Chef hatte mich nur angerufen und gesagt, komm, machen Sie den Sprung. Es geht doch nicht um Leben und Tod, es geht doch nur um die Idee, die Sie umsetzen wollen. Und dann habe ich es einfach gemacht und habe Novum gegründet. Und dann habe ich 10 Jahre gearbeitet auf den ersten Fonds. Und das hat dann geklappt in 2016 und jetzt sitzen wir beim zweiten Fonds schon und hat sich super entwickelt. Und das war eine Chance, die ich genutzt habe. Vielen Dank für das Gespräch und heute in Frankfurt und das nächste Mal sehen wir uns dann hoffentlich in Berlin im Juli zum 23. Deutschen Eigenkapitaltag. Ja, gerne. Würde ich mich sehr freuen und auch generell möchte ich mich bedanken für die Verbandsarbeit. Der BVK macht hervorragende Arbeit und wir sind die Nutznießer davon und freuen uns sehr, Sie wiederzusehen in Berlin. Danke. Thank you.